770 PS stark ist der V8-Motor im neuen Scania 770S. Damit ist er jetzt der King of the Road. Kein anderer Serien-LKW ist zum Testzeitpunkt stärker. Und trotz mehr Leistung verspricht Scania 3% weniger Spritverbrauch im Vergleich zum 730 PS V8. Hier wurde nämlich allerhand Feinabstimmung betrieben und der neue V8 ist obendrein um 75 Kilogramm leichter geworden. Abgesehen von der enormen Leistung bietet der 770S auch ein Höchstmaß an Fahrkomfort und zusätzlich alle modernen Fahrassistenzsysteme, die den Betrieb des LKW sicher und komfortabel machen. Scania hat auch die Fahrerkabine verfeinert und bei Komfort und Bedienung nochmal draufgelegt. Ja, hier befinden wir uns in der Fahrerkabine vom King of the Road und auch hier innen drin findet man alles, was das Herz begehrt. Zum einen haben wir unseren Fernseher für den Fahrer, dass er sich in seiner Pause seine Fernsehsendungen anschauen möchte, die wo er gern hätte. Zum anderen haben wir hier eine Mikrowelle, wo er sich sein Essen machen kann. Und natürlich darf auch nicht fehlen der Kaffee, den kann er sich hier auch zubereiten. Und ich glaube, hier im Drehsitz, ja, ich glaube, hier kann man seine Pause ganz gut verbringen. Das Powerhouse 770S fährt sich dementsprechend. Steigungen sind noch entspannter anzugehen, Geschwindigkeiten werden besser gehalten, pünktliche Betriebsabläufe sind leichter zu erreichen. Beeindruckt zeigte sich auch Transportunternehmer Franz Blank, der in seinem reinen Scania-Fuhrpark am liebsten den S730 fährt und nun erstmals mit dem 770S eine Runde am Wechsel drehen konnte. Ja, tolles Auto. Anderer Motorklang als der 730er. Bisschen andere Motorcharakteristik, aber echt toll, das Auto. Ja, ich sage mal, ist ein tolles Aushängeschild. Vor allem, wenn man einen reinen Scania-Fuhrpark hat, ist es fast ein Muss, immer den stärksten in der Flotte zu haben. Ja, der neue King of the Road mit 770 PS und 3700 Newtonmeter bietet nicht nur unbegrenzte Leistung für Scania, sondern wir konnten mit der neuen V8-Baureihe auch die Kraftstoffeffizienz verbessern. Und natürlich ist dieses Fahrzeug oder diese V8-Baureihe für Mitteleuropa als auch für die skandinavischen Märkte sehr interessant, wenn man in höheren Tonnagen oder in Schwertransporteinsätzen das Fahrzeug bewegt. Fazit nach unseren Testfahrten hier auf der Wechselbundesstraße im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und der Steiermark. Im alpinen Raum ist das Fahrzeug natürlich ein absoluter Traum punkto Leistungsentfaltung.